Willkommen bei Malida und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Diesmal mit Dwight auf dem Macmillan-Anwesen. Und ich habe doch schon eine Kettensäge gehört, oder? Vielleicht täusche ich mich, aber ich meine, da war eine Kettensäge gerade. Wir machen erstmal das Totem hier und dann gucken wir eigentlich, ob wir an den Generator gehen können. Aber ich meine, das ist ein Kettensägen-Guy. Da ist doch was. Jo, es ist Leatherface. Leatherface also. Oh, Dwight kriegt sofort Zuckungen. Ah, jetzt macht er seine Generatorrunde, ne? Okay, jetzt checkt er erstmal bestimmt alle Generatoren ab. Dann wird er bestimmt auch gleich... Nein. Er ist schon auf der Jagd, ne? Oh, nein, hat er mich jetzt gesehen? Oh ja, er hat mich gesehen. Oh, shit. Okay. Oh, nein. Quentin, das wollte ich nicht. So, komm. So, in der Killerhütte. Ich glaube, ich habe nicht gehört, dass er noch eine Palette kaputt gemacht hat. Vielleicht ist sie noch da oder ist sie schon umgestoßen worden. Obwohl, das wird zu knapp. Oh nein, hier ist der Keller. Nein. Oh mein Gott, hier ist der Keller. Warum? Nein, das wollte ich nicht. Das wird scheiße. Oh Gott. Oh. Nein, das schaffe ich nicht. Oh mein Gott, nein, das wird jetzt übel, das wird übel. Oh nein. Warum musste ich in den Keller fallen? Ach, er hat eine Taschenlampe bei. Ja. Oh, Wahnsinn, danke. Ich dachte, jetzt ist es mit mir schon geschehen hier im Keller. Ah, er kommt. Boah, was ein Einsatz. Und warum muss ich in den Keller fallen? Ich habe gar nicht mehr an den Keller hier gedacht. Komm schon. So, Sprintbus kommt jetzt. Ah, er ist immer noch auf dem Weg zu mir. Ah, obwohl, ey, der macht... Egal, wir versuchen jetzt hier reinzukommen. Okay, er ist immer noch hinter mir. Okay. Ah, oh, ich glaube, er kommt. Ey, lass mich los. Ey, ich komme nicht weg. Oh Gott. Nein, ich hasse das, ne? Ich weiß nicht, welche Taste ich drücken muss, damit ich einfach von wenn ich geheilt werde, loskomme. Oh, komm, ich habe auch noch... Ja! Jawohl. So, erstmal irgendwie weg hier. Jetzt kriegt er fett den Schlag ab. Ich denke mal... Der Killer wird denken, oh, warum kommt er jetzt hier hoch, ne? Warum kommt er jetzt hier hoch? Okay, ich muss mich jetzt erstmal selber heilen. Aber der Killer sieht doch keinen Unterschied darin, oder? Wenn er mich auf die Schulter hat und ich mache einen Entscheidungsschlag und er wird gleichzeitig geblendet. Ich glaube, er könnte doch gar nicht entscheiden unterscheiden, was von beiden jetzt dazu geführt hat, dass ich jetzt, dass ich jetzt frei bin. Vielleicht ist er jetzt gerade brastig auf ihn. Dass er mich schon zweimal aus dem... Okay, jetzt hat er ihn leider erwischt. Hier ist noch ein Generator. Okay, aber ich werde jetzt gleich auf jeden Fall los. Er hat mich jetzt definitiv einmal befreit. Das andere Mal habe ich mich ja selber befreit, aber... So, Ehrensache, dass ich jetzt auf jeden Fall auch zur Rettung komme. Oh, da kriegt schon wieder jemand. Ist verletzt jetzt. Oh Gott, komm. Okay, ich höre... Nein, er wird geholt. Okay, dann sabotiere ich hier nochmal den Haken, weil ich brauche noch was für mein Ritual. Okay... So, bisher sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Ah, jetzt da hinten. Zwei Generatoren fertig. Wir sind noch alle am Leben. Okay, aber den Haken hier werde ich nicht mehr schaffen. Okay, da vorne. Jo, aufgebraucht jetzt. Okay. Das ist die Frage, ist er gerade
Also ein Camper scheint da hinten zu sein. So, wir haben hier auf jeden Fall eine Unterstützung am Haken. Er ist aber hier, er bleibt auch hier irgendwie in der Nähe. Ich weiß nicht, wo er ist. Ah, da vorne ist er. Oh, nee, er hat mich schon wieder gesehen, oder? Ey, der... Immer wenn ich irgendwie ein bisschen von meinem Charakter irgendwie aus der... Ja, aus einer Ecke heraus ein bisschen blitzt oder am Blitzen ist. Nein, warum Disconnect jetzt? Ich habe mich ja hier auch mal bei Quentin bedankt, dass er mich da im Keller gerettet hat. Ey, das war aber eine Nummer, ne? Oh Gott. So, drei Generatoren schon fertig. Und warum ein Disconnect? Warum ein Disconnect? Quentin macht sich wieder auf Taschenlampen-Rettungsmission, oder? Ich könnte ihn auch auf mich lenken. Mal gucken. Okay, er ist jetzt, glaube ich, hinter mir her. So, die Palette. Ich hoffe, das reicht noch. Ja, das reicht. Oder, nee, das wird knapp, oder? Oh, okay, reicht, hat noch gereicht. So, komm schon. Okay. Komm schon. Die Palette hat er jetzt kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ob er... Ich glaube, er ist nicht mehr hinter mir her, oder? Okay, dann gehe ich jetzt erstmal hier wieder zum... Ach, er hat Leopard erwischt. So, ich mache jetzt erstmal hier den Generator. Lieber nochmal vorwärts kommen. Am Fenster erwischt, oder? Ist doch am Fenster, oder? Er hängt schon das zweite Mal, ne? Oder sie. Also nicht mit er oder sie, ist ja ein R-Charakter. Aber der Spieler könnte ja eine sie oder ein er sein. Deswegen. Obwohl, wenn ich das jetzt auch immer noch mit einbeziehe, dann müsste ich immer sagen, wenn irgendein anonymer Random irgendwo runter, also wieder down geschlagen wird, er oder sie gespielt von er oder sie. Oh nein, warum kommt der jetzt hier hin? Oh Gott. Komm. Ja gut, vielleicht kann ich ein bisschen aufhalten, dass der Leopard irgendwie gerettet wird, der Quentin. Ah, nein, er kommt nicht mit mir mit. Ich denke mal, dass... wer war jetzt noch übrig? Eine Mac, ne? Ich denke mal, dass die Mac da in der Nähe ist, sonst hätte er doch nicht die Kettensäge ausgepackt. Ah, jetzt macht der Palette, das wäre... Ach, komm, ich versuch's. Nein, er kommt zurück. Scheiße. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall auch Minuspunkte in der Kategorie bekommen. Schade, ich habe gedacht, er ist irgendwie... die Mac war gar nicht da, ne? Die war woanders. Ich dachte, jetzt hat er sich irgendwie... geht er hinter der Mac her, also hinter der Mac her oder so. Ja, hat er auch disconnected. So. Okay, aber... Scheint auf jeden Fall doch ein Camper zu sein. Also, obwohl, jetzt geht er weg. Und hier, Quentin. Quentin macht es hier ein bisschen gemütlich. Oh, der wie im Delirium ist er da am... Ja, komm. Wenn du hier die ganze Zeit nur am Rumcampen bist, dann brauchst du nicht wundern, dass... Also am Rumpatrouillieren und Campen, dann brauchst du nicht wundern, dass manche Leute disconnecten. Also, dass manche Leute disconnecten, verstehe ich, wenn der Killer die ganze Zeit nur am Rumrennen ist, am Campen ist und so weiter.
Ja, ist halt so. Auch als Killer nehme ich es auch hin. Ne? Obwohl, ich campe ja nicht als Killer. Nur manchmal, zum Beispiel auch wenn, das wird ja auch ganz gerne gemacht, wenn Mori kommt, sich tatsächlich mich noch holen. Okay, am besten vor dem zweiten Status. Nein. Natürlich nicht. Okay. So, jetzt kommt er. Okay, jetzt gleich Sprintboost, dann ab zum Fenster. Nein. Oh mein Gott, ich laufe den hier wie so ein Betrunkener. Oh Gott. Oh, Mann. Mann. Nein. Jetzt bin ich down. Oh, Taschenlampe, Taschenlampe. Ja, komm, 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 bitte. Okay. Er hat auch eiserner Griff da drin. Ja gut, hat halt nicht sollen sein. Ja. Shit, hätte ich den Sprintbus eher ja, gerade nämlich nicht vors Auto, keine Schnörkel und so weiter, dann hätte ich es bestimmt geschafft. Das war zumindest der Plan. Ach, sie ist halt auch sehr die Luke. Okay, Ritual habe ich auf jeden Fall fertig. Sie hat die Luke. Ja, ich hoffe, die erste Runde hat euch Spaß gemacht und gefallen. Ich werde auf jeden Fall noch eine Folge mit dem Dwight machen, also noch eine Runde mit dem Dwight. Die packe ich dann dahinter. Und ja, durch diesen einen Anhook, unsicheren Anhook, habe ich in der Kategorie gar kein Emblem bekommen. Naja, was soll's. War ein Versuch wert. Ne? Gestorben wäre er eh. Okay. So, also ich sage einfach mal, bis gleich. Willkommen bei Malida und zu einer weiteren Runde Dead by Daylight. Diesmal mit Dwight auf dem Schrottplatz, wollte ich sagen. Und es ist schon wieder eine Kettensäge. Diesmal der Billy, der da rumheizt. Ey, ich hab's heute mit der Kettensäge. Okay, das. Er ist jetzt da hinten in die Ecke reingeheizt, ne? Ja. Okay, ich denke mal, da wird dann wohl irgendwo irgendwie ein Generator sein. Jetzt warten wir mal ab, bis er hier irgendwie weggeht. Okay. Okay, ja, okay, keine Zeit verlieren. Jetzt einfach mal lossprinten. Vielleicht haben wir dann ein bisschen Zeit hier an dem Generator. Wobei ich jetzt keinen hier sehe. Hä? Wo soll ich jetzt hier? Hä? Ach, okay. Da. Ich dachte aber, er ist bis ins Eck hinten rein, ne? Und jetzt hat er auch schon einen erwischt. Und ich hoffe, derjenige kann auf jeden Fall ein bisschen durchhalten. Er hat Ruin am Start, okay. So, dann versuchen wir jetzt erstmal hier durchzuziehen, so lange wie wir können oder so weit wie wir können. Und so gut wie wir können natürlich. Scheiße. Ah, jetzt hat er den schon down. Okay, komm schon. Komm schon, Dwight. Ja, übrigens, ich werde demnächst auf jeden Fall vermehrt die Taschenlampe mitnehmen und mal vermehrt mit der Taschenlampe das Blenden noch weiter üben auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall für die Tipps, die ihr mir gegeben habt unter dem letzten unter dem letzten Video, also diesem Duo-Video mit dem Pflanzenextrakt. Da ist es mir gelungen, auch mit der Taschenlampe, ich glaube die Mac war das, zu befreien. Aber ihr hattet recht, also ich habe mir das auch nochmal in anderen Videos angeguckt. Ich leuchte auf jeden Fall viel, viel zu früh. Jawohl. Okay, das kann ich den Generator auf jeden Fall fertig machen. Und dann mal gucken, ob ich da rettungstechnisch irgendwas machen kann. Komm schon, Dwight. Jetzt dauert's zu lange. Er hat schon wieder den nächsten Down, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Wow, ich hoffe, ich kriege ihn noch im ersten Status. Ich lasse den jetzt einfach mal ungemacht zurück. Oh Gott, Gott, komm, komm, komm. Wenn er mit der Kettensäge hinheizt, dann. Oh, er kommt, oder? Okay, komm. Nein! Ey, der lässt sich auch nicht abbringen, ne? Okay, dann gehe ich mal weiter. Ich hoffe, die geliehene Zeit bringt ihm ein bisschen was. Ach, sie wird schon abgehangen.
So, okay, dann hier ein bisschen weitermachen. Ach, schon wieder down. Jetzt kommt er auf jeden Fall in den zweiten Status. Das geht für mich ein bisschen einen Ticken zu schnell. Obwohl, einen Generator da hinten haben wir ja schon fertig gemacht, wobei er sich jetzt genau da hingelegt hat, ne? Wahrscheinlich hat er jetzt ein bisschen den Generator kaputt gemacht. Der wird ihn bestimmt jetzt gehört haben. Mir fällt jetzt auf, dass die Tankstelle hier Heaven heißt. Also nach dem Pfeil nach geht es da dann zum Himmel. Ist mir bisher noch nie aufgefallen. Ich habe noch nie drauf geachtet. Scheiße. Oh mein Gott. Was für eine Ironie, ne? Wenn du als Survivor jetzt hier die ganze Zeit immer im Entidus festhängst auf ewig. Scheiße, ich muss mich konzentrieren. Ja, auf jeden Fall auf ewig hier im Entidus festhängst. Selbst wenn du entkommst, landest du beim Feuer wieder und dann kommst du wieder rein in die Level. Dann hast du da so eine Tankstelle, die Himmel heißt. Ah. Oh Gott, ich lasse es lieber. So, ich kümmere mich jetzt darum, dass ich... Das wird aber knapp, ne? Oh Gott, das wird wirklich zeitlich knapp. Oh, jetzt muss ich hier auch noch rum. Oh, komm schon. Ja, nimm sie mit. Oder ihn, ich weiß gar nicht. Nee, ist aber sie, ne? Nee, ist ihn. So, jetzt komm. Hau ab. Ey, nein, was macht der? Warum geht er denn jetzt an den Generator dran? Ey, das muss man nicht verstehen. Das muss man wirklich nicht verstehen. Jetzt ist er schon wieder down. Jetzt ist er doch dead. Warum versteckt er sich nicht erst? Oder wir zusammen? Okay, Jake ist es. Na, kommt er hier hin? Und Jake macht auch erstmal... Oh mein Gott. Der macht jetzt auch erstmal eine Sabotage. Anstatt dass er sich heilen kann. So, und jetzt? Jetzt ist der Jake noch nicht mal mitgekommen. Ich hoffe, er kann seine Selbstheilung am Start. Also Selbstfürsorge. Oh. Jetzt wird er sofort wieder gejagt. Das ist nicht... Jetzt ist er schon down. Nein, ich verstehe es nicht. Warum? Der eine geht an den Generator, der andere macht erstmal einen Haken. Boah. Okay, ich mache mich jetzt hier an den Generator. Komplett down. Ach Gott, ich habe gar nicht drauf geachtet. Der hat natürlich sofort wieder Fluchtversuche unternommen. Deswegen war er schon wohl im zweiten Status. Ey, das gibt es nicht, ey. Ey, so unnötig. Jetzt zwei weg. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Okay, ist irgendein Generator am Start. Nee, das ist der, wo ich vorhin gerade war, ne? Ach, ich dachte automatisch, der zweite Generator, der fertig geworden ist, dass das dieser hier war. Oh, das wird schlimm. Ich habe so ein Gefühl, das wird schlimm. Sagt zumindest mein Bauch. Heute habe ich echt Pech gehabt. Mit den Runden bisher. Ah, da fällt es auf jeden Fall. Na. Ich dachte... Ach, der jagt da hinten, oder? Jetzt kommt er hier hin. Nein, hat er mich... Oh, er hat mich nicht gesehen, Gott sei Dank. Boah. Okay, was wollte ich noch gesagt haben? Fällt auf jeden Fall schwer, dann... jetzt zu denken, bei dem, was jetzt schon passiert ist, dass die Runde irgendwie besser wird. Aber... Ich will mich mal versuchen, überraschen zu lassen. Drei Generatoren müssen wir noch machen. Okay, das ist der Generator, den ich ganz am Anfang angefangen habe, ne? Okay, also nur noch zwei.
Der eine Generator in der Mitte, wo ich jetzt gerade schön für eine Explosion gesorgt habe, der ist ja auch noch da. Ne? Okay, also das ist noch Totem. Das, ich guck mal, dass ich das Totem jetzt noch mache. Nicht, dass er hinterher, wenn wir es jetzt wirklich noch schaffen sollten, die Generatoren zu machen, dass er dann noch niemand drin im Tod hat oder so. Oh Gott. So, und ich glaube, das jetzt ist auch eine Mac, ne? Also ich habe ja vorhin eine Mac rennen. Ach nein! Der hat gar keine Fluchtversuche gemacht. Jetzt fällt es mir wieder ein. Mein Gott, ich kann mir die Ereignisse von... Jetzt laufe ich auch gegen den Stein. Ich kann mir die Runde... Ach, die Runde. Mein Gott. Die Ereignisse der Runde manchmal anscheinend nicht so gut merken. Er hing ja auch schon. Den wollte ich doch retten, aber dann kam mir die Mac. Okay. Da oben ist noch ein Totem. Und ein Generator hier. Also ja, er hat sie jetzt anscheinend nicht im Visier. Okay, was jetzt, was jetzt, was jetzt? Okay. Ich weiß es gerade nicht. Am besten gehe ich jetzt einfach dran, obwohl jetzt habe ich viel zu viel Zeit verschwendet. Aber egal, mal gucken. So. Wo ist er? Wo ist er hin? Oh, da ist er, da ist er. Okay, ich glaube, der läuft die Generatoren ab, ne? Da wird er den einen ja schon am Laufen... Ach, jetzt hat er sie erwischt. Jetzt hat er sie erwischt. Ne, aber den einen hätte er bestimmt gesehen, der noch schon ordentlich am Laufen war. Okay, ich hoffe, ich kriege den jetzt fertig. Sie muss ihn nur ein bisschen aufhalten. Nein. Natürlich nicht. Ah. Ich frage mich, ob er Barbecue hat, aber bisher sah es nicht so danach aus, dass er Barbecue hat. Noch zwei Generatoren, bitte, bitte, bitte. Geh woanders, das Handy hier hin. Ich gucke mir jetzt das erstmal an, vielleicht... Oder ich starte jetzt in der Rettung. Sie ist ja noch im ersten Status, ne? Ich versuche jetzt die Rettung. Nicht, dass er irgendwie... Wo ist er? Okay, der ist da vorne. Okay, mach du mal. So, jetzt kann ich wieder abhängen. Okay, ich hoffe jetzt nicht, dass sie jetzt hier den gleichen Haken sabotiert. Ach, das ist gar keine Mac. Scheiße. Oh mein Gott, was ist denn mit mir los? Gar nichts. Gar nichts. Oh nein. So, was macht er jetzt? Eine Claudette wird sich ja wohl meistens heilen können, ne? Okay, ist ja nicht gesagt, aber... Oh, hat er mich gesehen? Ah ja, er hat mich gesehen. Okay, komm, 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 größer. Okay, erstmal abhauen hier. Oh nee. Oh nee, er hat mich gesehen. Er hat mich jetzt gesehen. Nein! Ne. Wow! Was ist das denn? Er hat mich nicht gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe mich jetzt voll erschrocken. Oh Gott, 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 Gott. Komm, 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 komm. Genau, such da irgendwo nach. Bitte, 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 bitte. Nein! Oh mein Gott. Ich habe mein Glück. Ich habe ein Glück.
Oh Gott, jetzt habe ich kein Glück, jetzt habe ich kein Glück. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, er nutzt mich, er nutzt mich. Ah, zu spät erkannt. Okay, komm, 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 komm. So, weiter, 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 weiter. Dwight, gib Gas, bitte. Oh Gott, komm, komm, komm. Wo ist er? Da. Nein, 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 nein. Das wird nicht gut, das wird nicht gut. Boah, die Reifen. Die Reifen. Oh mein Gott. Ach. Okay, wenn er mich hochhebt, könnte ich noch, hätte ich noch einen Entscheidungsschlag. Ich bin ja die Besessenheit. Boah, habe ich mich gerade erschrocken, als der da rauskam aus diesem Ding. Ja? Und er hat mich Gott sei Dank nicht gesehen, weil ich war nicht in seinem Blickfeld, ey. Okay. Claudette, die Claudette sollte jetzt am liebsten... Ich kann ja auch erst noch hängen. Sie sollte am liebsten irgendwie an irgendeinem Generator weitermachen. Okay, macht sie auch. Oh, er geht hin, er geht hin. Oh, er geht dahin. Kommt er jetzt hier hin? Jo, er kommt jetzt hier hin. Okay, was jetzt? Was mache ich jetzt? Will er mich jetzt nur nicht aufheben, weil ich die Besessenheit bin, oder hat er Angst, dass... oh nein, was machst du denn jetzt hier? Nein, ich hoffe, er hat sie nicht gesehen. Oh doch, er hat sie gesehen. Oh, er hat sie gesehen. Nein, 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 nein. Das wird jetzt ein Desaster, Mann. Bitte, hoffentlich kann sie entkommen. Ich glaube, mein Erholen wird nichts mehr bringen. Yo, down. Down, okay. Vielleicht habe ich Glück und hier ist die Luke. Vielleicht habe ich Glück. Obwohl, die Luke würde sich jetzt... Okay, ich kann sie ja schon zumindest finden, wenn sie hier ist, wenn ich so ein Glück hätte. Aber bei den Runden heute denke ich mal eher nicht. Sie konnte sich befreien, jawohl. Okay. Es gibt eine Hoffnung auf jeden Fall. Was macht sie da? Oh nein. Okay. Aber die Claudette hing auch noch nicht, ne? Das heißt, jetzt würde sich die Luke eh noch nicht öffnen. Das wird bei mir zeitlich, das würde bei mir sogar zeitlich knapp werden jetzt, ne? Oh, nein. Ach ne, die hingen ja doch schon. Ey, jetzt hab, nein. Ich leide unter DBD-Runden-Alzheimer. Die hingen doch auch schon, habe ich auch schon wieder vergessen. Und er hat, er muss doch Barbecue haben, oder? So wie er zielgerichtet jetzt hinkam, oder? Ja! Okay, vielleicht komme ich noch hin zu ihr. Vielleicht komme ich noch hin. Komm, 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 komm. Vielleicht komme ich noch hin. Oh, nein, 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 nein. Oh, der weiß das, der weiß das. Ja. Nein, er hat mich genutzt. Komm, 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 komm. Oh, das wird knapp, das schaffe ich nicht mehr, das schaffe ich nicht mehr, oder? Ach so, nee, er macht jetzt die Palette. Oh Gott, 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 Gott. Nein, schaffe ich nicht mehr, schaffe ich nicht mehr. Nein. Ah, der kriegt uns alle, der kriegt uns alle. Wir werden alle sterben. Oh ja, jetzt packst du die Kettensäge aus. Oh mein Gott, ich darf jetzt nicht weiter husten. Komm schon, komm schon, komm schon. Entschuldigung. Nein, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen.
Okay. Nein, nein. Ah. Ich muss erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Ich glaube, das wird jetzt nichts mehr. Obwohl, ich packe den Kaffee lieber nochmal weg. Nicht, dass ich... Nee. Okay. Ja, schade. Ja gut, hat nicht sollen sein heute. Also heute habe ich echt kein Match. Kein Match war wirklich richtig gut. Also ich bin kein Match entkommen. Ach, manchmal hat man solche Tage, ne? Okay, so, jetzt mal gucken. Ja gut, Ritual habe ich auch wieder fertig. So, was sagen die Punkte? Ja gut, punktetechnisch ist es okay. Genau. Schillernd habe ich noch auf jeden Fall in dieser Helferkategorie. So, der Killer geht raus. Ich hoffe auf jeden Fall, die Runde hat euch Spaß gemacht und gefallen. Über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich wünsche euch auch alles Gute. Ne, ihr hattet kein Barbecue. Egal. Ciao.